Hey ho und let's go mit Harry Potter und der Stein des Weisen. Was haben wir denn hier? Aha, wunderschöner Raum. Ist es nur so eine Art Chill-Out-Base? Noch so ein letzter Geheimgang? Ja, tatsächlich fürs Speichern und so. Das ist auch gut, denn ihr könnt es euch denken, das Finale steht an. Nur noch ein, zwei Hindernisse. Und dann müssten wir beim Stein der Weisen sein. Deswegen können wir hier nochmal speichern. Uns nochmal heilen etwas. Und damit sind wir genug aufgefrischt, um in den Kampf zu gehen. Ron und Hermine sind ja schon vorgelatscht. Obwohl die sowieso meistens nichts machen und ich die Arbeit machen muss. Irgendwie komisch, so ein langer Gang, in dem nichts passiert. Seltsam. Das nächste Rätsel besteht aus einem riesigen Schachbrett. Ron hat es bereits betreten, um ein Spiel zu beginnen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich habe die meisten der Figuren besiegt, Harry. Aber ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Jetzt musst du weitermachen. Oh, Ron, bist du okay? Harry, sei vorsichtig und geh den Figuren aus dem Weg. Sie bewegen sich irgendwann alle ein Feld nach vorne. Du musst die Figuren dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Ja, damit kommen wir fast schon zum spaßigsten Teil dieses Spiels. Okay, ihr werdet sehen, es hat nicht sehr viel mit echtem Schach zu tun. Der Grund dafür sollte verständlich sein, nicht jeder kann Schach spielen, vor allem nicht in dem jungen Alter. Ich habe es definitiv irgendwann mal im Laufe des 100. Durchspielens mal gelernt. Da habe ich tatsächlich auch gehofft, dass es echtes Schach wäre, aber na gut. Allerdings ist es dennoch nicht einfach. Ich glaube, jede Figur bewegt sich ja in Richtung mir und die können sich gegenseitig platt machen. Ich weiß nicht, ob sie verschiedenfarbig sein müssen oder ob sich auch quasi weiß-weiß schlagen kann oder so. Da kann ich nicht stehen, ich Depp. Moment mal. Können sie bewegen und schlagen oder können sie beides in einem Zug machen? Das weiß ich gar nicht mehr. Weil sonst könnte ich mich ja nur hierhin bewegen. Okay, ich muss es einmal testen, deswegen gehe ich ein Feld 4 hin. Wenn sie zuschlagen können, dann bin ich jetzt weg. Nein, können sie nicht. Okay, sie bewegen sich, sehr gut. Und wie schon? Kann ich die schlagen? Okay, ich wollte gerade sagen, nee, ich kann mich nur nicht dahin bewegen. Und sie bewegen sich immer direkt auf mich zu. Das heißt, wenn ich sie schlau austrickse, machen sie sich gegenseitig tatsächlich fertig. Jetzt weiß ich nicht mehr die Reihenfolge, wer sich wann bewegt hat. Weil hier wäre eine gute Stelle, wenn ich mich hierhin bewegen würde. Aber wenn der Linke sich zuerst bewegt hat, dann habe ich ein Problem. Ich denke aber nicht, es war der Vordere. Ja doch, dann müsste ich da sicher sein. Ich denke, ich muss übrigens auch alle besiegen und so einfach durchrennen geht nicht. Ja, dann mache ich das mal. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge im Kopf. Der ist mir noch egal. Nein, habe ich nicht. Super. Ich habe sie nicht im Kopf gehabt. Gut, fangen wir auf diesem Feld an. Und diesmal gehen wir ein bisschen hier ab. Bewegen sie sich eigentlich überhaupt nach einer festen Reihenfolge? Anscheinend nicht. So.
Genau, mit diesem Trick bin ich aber ganz sicher auf der sicheren Seite. Ja. Was, er kann mich auch schlagen? Ah, okay. Ah! Ah, okay, okay, okay. Wenn eine Figur eine andere schlägt, wird sie auch besiegt. Okay, die Links sind in meiner Gewalt, klar. Egal wie ich mich bewege, sie sind... werden platt gemacht. Außer wenn ich mich nach hinten bewege, dann weiß ich nicht, ob sie auch die Waagrechte wechseln. Aber eigentlich habe ich mein Ziel, wenn ich nach vorne gehe. Genau, er kommt vor und er wird geschlagen, genau. Und stirbt dadurch auch selbst durch die Unehre. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Idee, die sie hier umgesetzt haben. So. Und jetzt beide habe ich eigentlich da, wo ich haben möchte. Die müssten sich jetzt gegenseitig platt machen. Die zwei machen sich so platt. Und die anderen beiden müssten dasselbe machen. Genau. Hier kommt der Schachmeister. Aber es gibt noch ein paar, ja, ihr seht, etwas schwierigere Versionen. Ich weiß gar nicht, was die Großen machen. Ob die was anderes können. Ich erinnere mich halt null. Ich hoffe, die können sich nicht irgendwie krass bewegen. Das sind Türme, gell? Ich hoffe, die haben nur designtechnisch, weil sonst... Ich denke, das wäre eh zu schwer. Okay, schauen wir mal. Du kommst her. Genau, und ihr macht euch platt. Okay, die bewegen sich. Ach, Moment. Nee, doch, alle konnten sich diagonal bewegen. Da geht es aber nicht noch ein Feld nach hinten, gell? Na, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, mal sehen. Du kommst näher, das ist okay. Du kommst dahin, das ist mein Aus, gell? Ich bin Schachmatt. Ja. Toll. Ich habe mich selbst Schachmatt gesetzt. Ich kann nirgendwo hin. Weil in jedem Fall wäre ich getroffen. Okay, mal sehen, ob ich noch Game Over hier gehe. Okay, denk nach, 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 denk nach. Ich weiß nicht, was ich überhaupt das letzte Mal gemacht habe. Also als allererstes muss ich dahin. Dieses Feld. Dann kriege ich die zwei weg. Jetzt darf ich mich nicht schon wieder in die Falle katapultieren. So, die zwei hinten machen sich automatisch platt. Da muss ich gar nicht drauf Acht geben. Ah doch, wenn ich hier hingehe, kriege ich die zwei. Die anderen zwar nicht, oder? Ne, die anderen zwar nicht, aber die hier kriege ich platt. Doch, das ist besser. Jetzt sind die definitiv weg. Und für die hinteren brauche ich eine andere Strategie jetzt, weil die machen sich nicht mehr platt. Aber ich denke, einfach zur Seite sollte schon in Ordnung sein. Also so weit muss ich mich nicht bewegen, um zu gewinnen. Yeah, Schachmatt seid ihr. Und natürlich gibt es noch eine dritte Version. Und die habe ich als Kind tatsächlich als schwer im Kopf. Ach ja. Da ist noch eine Figur, okay. Die Frage ist, warum habe ich das als schwer im Kopf? Okay, ich kann nicht anfangen.
Okay, links würde keinen Sinn machen, weil ich will sie ja zueinander treiben und nicht... Okay, geh erstmal ein Feld dahin. Ja, die müssen näher aneinander rankommen. Okay. Leider kann ich mich nicht gescheit umsehen. Es gibt keine Möglichkeit, die Kamera zu bewegen. Mal sehen, wenn ich mich nach hinten bewege, machen die zwei vorne sich platt. So. Die hinten kommen allerdings nicht an sich ran. Moment. Ja, man muss halt vorausschauen, auch wenn das kein echtes Schach ist. Die zwei vorne kriegen sich platt. So, die habe ich los. Jetzt sagen wir mal, die bewegen sich ganz blöd. Das heißt, der Schwarze erst. Dann der weiße Bauer rechts und dann der weiße hinten. Das heißt, die treffen sich nie. Das ist ein Problem. Und irgendwann engen sie die mich natürlich auch ein. Okay. Zur Seite wäre problematisch, weil dann kriege ich auch die... Oder? Ja, wenn ich zur Seite schräg gehen würde, würden sie auch schräg gehen, sich nicht gegenseitig schlagen und ich wäre schachmatt sogar. Weil ich nirgendwo hin kann. Das heißt, die müssen definitiv erstmal weg. Bewegt ihr euch doch nach einer anderen Reihenfolge? Okay, das ist das Problem. Die drei bewegen sich halt so, dass ich sie nie zu fassen kriege. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Also ich muss irgendwann nach links. Deswegen lieber jetzt als später. Okay, die stehen gut. Der Bauer hat sich zuerst bewegt, wenn sie die Reihenfolge einhalten würden. Das machen die aber nicht. Da bin ich natürlich überall schachmatt, deswegen weg. Funktioniert das aber? Nee, egal was ich mache, meine Strategie geht nicht auf. Der Bauer muss sich zuerst bewegen, damit er den Schwarzen schlägt. Nur so kann ich gewinnen, weil wenn ich dahin gehe, bewegen sie sich beide seitlich. Das heißt, sie treffen sich mal wieder nicht. Und ich bin schachmatt, weil ja, die schwarze Figur mich in der Hand hat. Also nur wenn der weiße Bauer sich vor der schwarzen Figur bewegt, gewinne ich. Die anderen zwei kriegen sich gegenseitig platt. Die Frage ist, passiert das? Nein. Dann raff ich diese Reihenfolge nicht. Machen die das variabel nach Intelligenz oder so? Ja, die machen sich platt. Ja, aber es bringt mir nichts mehr. Das ist mein Aus. Bin ich damit schon Game Over eigentlich? Guck, jetzt bewegt sich der Weiße zum Beispiel zuerst. Ich raff das nicht. Ja, lach nicht so. Okay, einen Versuch habe ich noch, dann bin ich Game Over. Und dann muss ich, denke ich, alle Schachbretter neu machen, weil es gab ja keinen Speicherpunkt. Wenn ich links anfange, ist das Problem, der ist halt sehr weit vorne, der vor mir. Mann. Wenn ich nach vorne gehe, kommt er und ich muss mich wieder zurückziehen und dann bin ich in der Falle. Ich mach zack, er macht zack. Ich mach dies. Ja, oder ja, geht auch. Na. Kann ich schräg links an ihm vorbeirennen? Ich stelle mich jetzt aufs weiße Feld und dann schräg gehe ich weiter. Aufs weiße. Haben halt keine Nummern und Buchstaben, deswegen ist es schwer, euch zu zeigen, was ich meine. Aber ich denke, ist klar, dann bewegt er sich eins vor. Dann bewege ich mich wieder eins schräg hin. Dann kommt er wieder eins vor, dann kann ich mich wieder eins schräg bewegen. Gut, das sind 1, 2, 3 Züge. Das Problem ist in 1, 2, ja,
drei Zügen ist auch die weiße Figur ganz hinten links schon längst an mich rangekommen. Also ich kann nicht links wegrennen. Mann, wie mache ich die platt? Wäre hier das Kameraproblem nicht, dann könnte ich mich gescheit umsehen. Zwei, vier, ja, ich sehe alle Figuren zumindest. Komm, lass mich mal scharf nachdenken. Bestimmt Voldemort so, first try ohne Schaden, mache ich platt. Aber die Schachfiguren sitzen sich so eine halbe Stunde hier dran. Wenn ich mich schräg bewege, schwarz, also Gegenteilrichtung, zack, zack, der kommt, muss ich mich wieder zurückziehen. Und dann sitze ich in der Falle. Och, komm schon, irgendwie. Wie gesagt, ich kann halt nicht alle Züge vorhersehen, weil ich diese problematische Sicht habe. Entschuldigung. Ach, Mann. Wie geht das? So, schwarz, zack. Dann kann ich dahin. Zack, zack, kommen die da. Dann ziehe ich mich wieder zurück, aber dann bin ich schon wieder in derselben Falle. Dann kommen die, die machen sich platt. Und dann? Das Problem ist, es bringt nichts auf dieser Horizontal. Horizontal? Nee, senkrechten zu bleiben, so rum. Weil, damit kann ich nur die zwei schwarzen Figuren vorne besiegen. Fertig. Alle anderen haben einen zu großen Abstand, die muss ich in der Waagrechte besiegen. Ah, Mann. Gut, ich probiere mal was. Zack, 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 zack. So, die kommen sich näher, aber berühren sich nie. Ich muss nach vorne und nach links. Sonst geht nichts. Die schwarzen Figuren zu ignorieren, bringt alles nichts. Wie gesagt, wenn ich links kann ich zwar ausweichen, aber irgendwann kriegt mich die weiße Figur halt. Und das war's. Und was, wenn ich... Ja, kann ich auch nicht. Ich kann auch keinen Zickzackkurs nehmen, oder? Eins, zwei, drei. Es bringt nichts. Egal welchen Zug ich mir jetzt ausdenke, es klappt im Moment nicht. Na gut, ich schaue nochmal, was passiert. Vielleicht fällt mir in der Sichtweise dann was Gescheites ein. Okay, kommt erstmal ihr her. Auf die Reihenfolge verlasse ich mich jetzt auf keinen Fall mehr, weil das klappt sowieso nie. So, genau, ihr stellt euch hier hin, mir in den Weg, so. Oder warte mal. Bringt auch nichts. Ich habe überlegt, die vielleicht zu verschonen. Aber nach links komplett ausweichen bringt auch nichts. Weil dann berühren sie sich nicht und beim nächsten Zug bin ich mal wieder schachmatt. Also egal, was ich mache, ich bin schachmatt. Ich kann nur hier und hier, von dieser Position aus. Da, ja, aber wie gesagt, die kriegen mich dann und dann bin ich beim nächsten Zug halt weg. Ich wollte, beim letzten Mal bin ich, denke ich, hier gewesen, damit ich links raus kann. Oder bin ich da? Nee, ich bin doch in der Ecke. Wo bin ich gestorben? Wenn ich hier hingehe, die zwei töten sich so, alle kommen näher. Eins. Nee, das war's. Ich kann nicht weit nach vorne.
Weil die hintere schwarze Figur steht dann direkt vor mir, da muss ich hier hin. Ja, und die hat mich quasi wieder. Toll. Gut, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ich weiß nur die andere Seite. Bin ich definitiv futsch. Na, dann kommt mal her. Bringt mir halt gar nichts, dass hier in einer Reihe steht. Absolut nichts. Wenn ich hier hingehe, die drei bewegen sich einfach nur schräg nach rechts. Sie treffen sich nie. Wenn ich hier hingehe, bewegen sie schräg nach links. Der Typ kommt vor mir und ich kann dann nur noch zurückweichen. Aber hier habe ich doch genauso schlechte Karten. Irgendein Zug übersehe ich oder habe ich übersehen. Gut, ich probiere mal einfach die Ecke. Bewegen die sich irgendwie anders, als ich es gewohnt bin vielleicht? Nein, genau wie ich es vorhersage. Deswegen ist es absolut nutzlos. So, zack. Ja, die Figur kommt zwar näher, aber die trotzdem. In keiner Konstellation hätte mir das was gebracht. Irgendwas übersehe ich. Wie gesagt, die zwei ist super, dass die sich besiegen, aber... Ja. Ja, freu dich. Und damit haben wir auch nach langer Zeit wieder mal ein echtes Game Over. Nicht das mit dem Troll. Da ist man ja nach einem Schlag fertig. Gut, ich rätsel mal ein bisschen weiter, gehe aufs Klo vor allem. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann hoffentlich echt mit dem Finale. Wie gesagt, Voldemort wahrscheinlich erster Schlag kriege ich den, aber das Schachnet. Ach ja. Bis dahin. Ciao.